Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt ausgeschlafen und erholt nach dieser langen Reise. Und jetzt gehen wir uns Frühstück holen. Es ist schon schön warm, sehr entspannt, nicht zu heiß. Obwohl meine Schultern ein bisschen... Echt, ja. Hier knallt es schon, ey. Also gut, dass ich meinen Hut mitgenommen habe. Zu sagen, es ist 8 Uhr morgens. Ach ja, stimmt. So früh war ich ja noch nie freiwillig wach. Ja, es liegt aber auch daran, dass es bei uns in Deutschland gerade 14 oder so Uhr ist. Und wir gehen jetzt frühstücken im Fusiones. Das wurde uns gerade empfohlen. Und danach werden wir wahrscheinlich mit einem Uber in die Stadt fahren, weil es heißt, dass man am besten nicht mit dem Auto reinfahren sollte. Erstens ist es schwer zu parken, zweitens ist das Verkehr da wild. Und ich habe übrigens noch einiges gelesen zum Verkehr hier. Und sowas wie Blinken und sowas wird überbewertet. Also das ist, darum haben sie, wie gesagt, und dann gestern, als alle rechts überholt haben, so, ist anscheinend auch normal. Was mit der roten Ampel? Die rote Ampel weiß ich nicht, was da mit der roten Ampel war. Rote Ampel heißt fahren, grün heißt stehen, oder? Ja, und gelb war ein Salto machen. Ja. Und dann schauen wir uns Costa Rica und San José heute an. Also, was essen wir hier? Typisches kostarikanisches Frühstück. Gallo Pinto war es, genau. Das besteht eigentlich immer aus Reis mit Bohnen und dann noch so Sachen drumherum. Wir haben jetzt noch Kochbananen und dann halt auch Cheese, gegrillt und nicht gegrillt. Und Orange Juice und Cory hat sich Hot Chocolate geholt, obwohl es schon 23 Grad hat und heute richtig heiß wird, aber... Aber er kann nicht Nein sagen zu einer heißen Schokolade. Wir haben jetzt gegessen, wie hieß es? Gallo Pinto. Gallo Pinto. Bist du sicher? 100%. Wenn ich was falsch sage, dann kriege ich Hate-Kommentare. Okay, es hat sehr gut geschmeckt. Und diese super leckeren Inona? Kochbananen. Muy bien. Und jetzt stehen wir auf, schauen uns kurz das Stadion an. Da will ich mal ganz kurz vorbei, weil wir direkt hier sind. Und dann fahren wir mit einem Uber in die Stadt. Hola. Also, nach unserem Frühstück, wo wir wirklich nur 6 Euro oder so gezahlt haben, 5000 Colons, haben wir uns auf die gefährliche Reise nach Südkalifornien, wollte ich gerade sagen, nach La California aufgemacht. Und die Kellnerin oder die Frau, die da gearbeitet hat, hat gesagt, das soll super gefährlich sein hier, aus irgendeinem Grund, was ich nicht verstehe. Wahrscheinlich für so weiße Menschen wie Ilona, weil sie ganz klar Touris sind. Ja, und wir sind hier hingekommen, weil hier so einige Graffiti sind. Und das Coole ist, hier ist eine Schiene und da kommt jetzt ein Zug. Der warnt uns schon. Thank you.
So, wir haben jetzt einen halben Tag hinter uns. Sind jetzt hier im Lolita oder wie hieß das andere? Wie heißt das auch? Jardin de Lolita. Und wir haben uns die Stadt angeschaut, wie auch schon alle gesagt haben, also es ist jetzt nicht die schönste Stadt. Aber ich fand die schon ein paar Sachen sehr cool. Ich fand das mit den auf den Gleisen laufen sehr cool. Ich fand das ganze Graffiti cool. Und dann, andere Highlight war noch das ganze Grün hier. Pflanzen und die Bäume und so. Und natürlich, dass es warm ist. Das ist natürlich Nummer eins, dass es warm ist. Ja, jetzt schwimmen wir ein bisschen. Dann gehen wir zu noch einem anderen Market, so einem Local Market. Und danach wahrscheinlich fahren wir noch zu so einer Brücke, weil wir viel Zeit haben. Aber dann können wir auch praktisch schon für morgen planen dann eigentlich. Und wir wollten noch den einen Supermarkt, den Supermarkt, du gesagt hast, der ist halt groß und hat alles sozusagen. Ja, für mich ist es sehr cool, dass erstmal alles geklappt hat mit dem Flieger, der Einreise, mit den ganzen Unterlagen, die wir ausfüllen mussten. Dann das Mietwagen hat geklappt, dann sind wir hier, Hotel hat geklappt, alles hat funktioniert, das war sehr gut. Mietwagen ist echt unkomplizierter als in Deutschland. Und jetzt werden wir erstmal 3 Wochen sehr, sehr schön genießen und irgendwas Cooles erleben. Oh, apropos gefährlich. Apropos gefährlich. Also wenn man nicht aufpasst, fällt man da einfach rein. So, wir haben uns jetzt vorgenommen, noch mal ein bisschen rauszufahren, weil ich da so eine coole Sehenswürdigkeit gesehen habe im Internet. Und zwar ist das eine coole Brücke oder eine alte Eisenbahnschiene und wie wir bis jetzt gesehen haben, ich mag es irgendwie, so alte Eisenbahnschienen. Ja, die Sonne geht langsam aber schon runter und ja, dann schauen wir uns das mal an. Ilona fährt jetzt diesmal, weil ich keine Lust mehr habe. Ilona kämpft sich gerade hier durch. Hier sind überall so Schlaglöcher, die tiefer sind als der Grand Canyon. Und deshalb wackeln wir so ein bisschen. Für diese Autofahrt müsste ich meine Gimbal auspacken, damit sie weniger wackelt. Verfolgt er uns immer noch? Ja. Wir werden verfolgt. Eine Sache, die wir gerne machen, auch schon in Griechenland, ist auf Routen fahren, auf die man denkt, dass man eigentlich nicht fahren kann. So, schauen wir uns das mal an. So. Guck mal, da ist so ein Truthahn. Was denn? Was? Oh ja. Okay, lass mal schnell machen, bevor die Sonne untergeht. Wir sind jetzt wieder, wie gesagt, irgendwo im Nirgendwo langgefahren. Durch Straßen, wo man denkt, da kann man eigentlich nicht lang. Und dann sind wir sozusagen in eine Sackgasse gekommen. Und da hat uns ein netter Mann, hat uns versucht auf Spanisch zu erklären, wo wir hin müssen. Das Problem ist natürlich, wir verstehen überhaupt kein Spanisch, also so gut wie gar nichts. Und er hat uns dann versucht zu erklären, wo wir jetzt lang müssen. Also wir laufen jetzt hier auf diesen Schienen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir den Schienen einfach nur folgen müssen oder ob wir jetzt gleich mal runter von den Schienen müssen. Aber ich hoffe, wir sind schon so nah dran, näher als in Griechenland an dem Strand da, wo wir es nicht geschafft haben und abgebrochen haben.
Diesmal werden wir es aber schaffen. Und das müssen wir alles nochmal, bevor die Sonne untergeht. Entweder machen wir jetzt diesen ganz langen Bogen hier und dann laufen wir da entlang. Oder wir gehen halt hier, diese Shortcut. Was? Aber da war so ein Zaun, wo man nicht durchkommt. Ja, ja, muss halt drüber springen irgendwie. Okay, probieren wir es. Die Sonne geht schon unter, wir kommen zu spät. Wir sind nicht die Einzigen. Also ich bin jetzt hier auf dieser Brücke über Rio Grande und wie Sie sehen, kann man da sehr schön weit runter gucken. Sowas würde in Deutschland nie möglich sein, weil hier alles abgesperrt sein würde, weil ich sag mal nur, das ist der Abgrund. Und Ilona ist da hinten geblieben. Hier würde ich gerne mal Bungee Jumping. Okay, okay. Dann hoffe ich, habe ich euch genug gezeigt. Chillaxe jetzt noch ein bisschen was. Ich mag sowas ja, leider gibt es in Deutschland das zu selten oder so gut wie gar nicht. So Orte, wo du halt einfach hingehen kannst und wo es nicht gesperrt ist. Weil in Deutschland ist natürlich alles sicher und ist ja gut, aber das nimmt natürlich den Spaß aus der ganzen Sache. Und man kann sich dann so schön nach hinten lehnen. So. Und ab und zu kommen da Leute und hupen, LKW-Fahrer und hupen, das ist sehr cool. Aber ja, sowas würde ich gerne in Deutschland haben. Dann hat sich San Jose sozusagen gelohnt, weil viel in San Jose war ja nichts zu sehen. Man denkt nur manchmal so, nicht, dass da irgendwas abbricht. Aber ich meine, wenn es passiert, dann passiert es. Ich mache jetzt auch die Kamera mal aus und genieße diese Aussicht für ein paar Sekunden und gehe dann wieder zu meiner Frau. Das war jetzt so der schöne Abschluss des zweiten Tages in Costa Rica. Wunderbare Aussicht, Sonnenuntergang. Und jetzt laufen wir wieder zu unserem Auto. Einen viel schnelleren Weg, als wir eben gegangen sind, weil wir mittlerweile jetzt gesehen haben, wo die anderen wahrscheinlich durchgegangen sind. Da waren übrigens andere Leute, ich glaube, ich habe die gar nicht gefilmt. Morgen geht's nach Tortuga, wir nennen das die ganze Zeit Tortuga, also Schildkröte. Jetzt müssen wir noch einkaufen gehen. Und was essen eigentlich? Das war der Abend und er war wunderschön. Und wenn ich das in der Nähe hätte, ich würde so oft da auf diese Brücke gehen. Sehr schön, sage ich dazu nur.